Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Moin Moin! Wir spielen Portal 2. Echt? Cool. Ja. Der Koop-Part natürlich, nicht den Singleplayer-Part. Und piep, piep, piep. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Wir haben zwei unterschiedliche Charaktere. Ich bin Atlas. Du bist Atlas, ja. Ich bin der Peabody. Ja, so siehst du der auch aus. Der Penis-Body, also. Oder der Poops-Body. Oder der Porno-Buddy. Du bist der Porno-Buddy. Du bist weder ein Porno-Buddy, noch ein Poops-Buddy, noch ein Penis-Buddy, ganz ehrlich. Was ist noch alles mit P? Dies ist kein Wettbewerb. Wir sind in der fünften Kammer. Wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ja. Aber keiner. Warum? Strike. Warum? Weil ich der schöne, der gut aussehendste, der Wie hau ich? Scheiße. Oh. So haut man. Nein, so haut man. Ja, ihr seht schon, wir machen das total ernsthaft. So, was sagt uns diese Test-Chamber? Liegt total schon so ernsthaft. Hier liegt schon so ein Ding rum. 5 Kollaborationspunkte. Ich bin gut, oder? Warum? Ja, weil ich gelacht habe. Arsch. Arsch? Hast du dir halt schon einen geholt, ja? Es ist der Kreis halt Bröse, du Trottel. So, was macht der? Was kann der? Der kann da hinten rein, ja. Und du? Der fährt das Ding da hoch. Ah, es muss einer raus, außen rum gehen. Hier, mach mal hier, mach mal hier. Mach mal hier. Mach mal ist hier, weil arabische Putzfrau hier. Mach mal. Hallo? Und nun? Mach mal den in der Mitte. Ach so, jetzt fahre ich das, okay. Hilfe. Nein, dann gehe ich runter. Das ist falsch. Hilfe, ich ersaufe. Ah. Du musst da Portale setzen, deswegen. Wo? Da kann ich doch keine. Wo? Da, so. aber jetzt. Ja. Ja. Ja, also das ist der Gedankengang dahinter. Ja. Jetzt bin ich wieder weg und freue mich deines Todes. Ah, ich sterbe. Du gemeiner, du. Du kannst mich nicht. Du winkst mir auch noch zu hier, du Trottel. Nu? Fahr mich mal so weit nach oben wie möglich. Achso, ich muss dann okay. Fahr mich so weit nach oben wie möglich. Ja, und dann muss ich den anderen da anmachen. Genau, ja. Dann musst du den wahrscheinlich, genau. Ja, wie hoch geht? Noch geht. Noch fahre ich. Ich mach den mal ganz hoch. Ach, schade, er wird nicht zerdrückt. Du bist ja netter. Nein. Das stimmt. Matsch. Jetzt lass ich wieder los, okay? Dunk. Okay. So, jetzt alleine durchs Tor. Das hast du jetzt. Wir haben noch eine Sache, die ich gemacht habe. Ich muss auch irgendwie auch noch mitkommen. Ja, und jetzt? Musst du nur dahin irgendwie. Ja, und wieso? Wie komme ich denn da rüber? Das ist eine gute Frage. Ist bei dir irgendwo eine weiße Wand da? Da ist doch eine weiße Wand. Da, im Raum, wo du gerade gesetzt gewesen. Ja, reicht doch. Was? Ich muss. Ich habe ein Tor da gesetzt und da drüben. Du kannst eigentlich, sobald. Ja, genau. Ich meine, fahr hoch und lauf los. Ja, das ist das, was ich meine. Kann ich jetzt schon loslaufen? Habe ich gesagt? Tor für nein, dich? Nein, hast du nicht. Tor für dich? Da. Duink. Und. Flupp. Siehst du? Hervorragend. Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reibt dich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Ist das ein geiler Spruch. Ey, die Tante ist so cool. Reimt sich auf Schuh. Blue. Orange. Du machst das ist total super. Was macht er da? Er lacht. Wie geht das? Ach so, ja, okay. Toll! Ja, wir machen einfach mal die nächste Runde hier. Komm. Es wird ja auch immer ein bisschen schwerer und. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr weiter. Ich weiß auch schon nicht mehr weiter. Wir geben einfach auf, okay? Okay, wir hören einfach auf. Dein Controller ist. Mein Controller hat irgendwie so ein Batterie. Das ist voll, habe ich gerade gecheckt. Also. Dann. Ist er kaputt. Ist der Controller kaputt? Er kann auch nochmal die Warnung wegnehmen hier. Also da, hier voll Magazin. Ja, fast ab. Ja, nicht wirklich. Okay. Zurück zum Spiel. Manche Tests sind. Das ist vor allem super, wenn das mitten im Spiel gleich passiert. Du spielst ein Portal, schießt im Sprung irgendwo. Das wäre geil, sehr geil. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Dann sag's uns einfach nicht. Okay, ich habe eine Wand für ein Portal gefunden. Ich auch. Hier. Du hast jetzt nicht mein Portal kaputt gemacht, oder?
hattest du. Insert Disk. Okay. Wer ist die Disk? Auch sehr geil. Und auf diese Entfernung mal diese Dinger hier. Kannst setzen. Du nicht durch mein Portal gehen? Musst du selber ja, bauen? Ja, du hast es ja weggemacht. Was? Wenn das ein Laser wäre. Was? Ich habe eine Tür gefunden, die aber nicht aufgeht. Warte mal, hier ist ein Schalter. Countdown? Nee, lauf einfach. 1, 2, 3, mach mal irgendwas. Was passiert denn, wenn du es aufmachst? Also, wenn du da drückst? Halt, hier ist noch eins. Ach so, zwei Türen oder was? Ja, ah. Zwei Türen, okay, jetzt verstehe ich das. Dann okay. Sag doch mal an. 3, 2, 1. Na, ja. Das war ja einfach. Nein, es war nicht einfach. Wir schießen ein Portal rein. Okay, 3, 2, 1. Ich schieße. Ich auch? Ich bin drin. Und ich sehe eine Disk. Shit, mein Portal ist weg. Warum? Hallo? Ohne Worte. Ich hab die Disk geklaut. Ich hab die Disk geklaut. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Super. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Ja, es ist ja bombengeil. Erst macht mein Co-Partner, beklaut mich das ist und dann so werde ich geil. Noch in die Luft gesprengt. Das ist so geil. Sie hat noch gesagt, das ist ein Mangel, da, dass wir keinen Schmerz spüren. Das ist, hat sie auch gesagt. Das ist sehr geil. Also das war echt eine geile Aktion. Du kommst an, so zack, danke. Hey, Mann. Da träume ich heute Nacht von, ey. Das ist ja super. Wovon träumst du nachts? Jetzt weiß ich. Von runden Discs. Ja, jetzt von riesengroßen runden Discs. Eine für mich, eine für dich. Okay. Was ruckelt okay, bei der ruckelt dir sich hier halt total ein ab hier. Ich habe keine Ahnung, ob das Qualitätsmerkmal sein soll. Willkommen zurück. Die Tests stehen bereit. Womit wir Chamber 1 durch hätten. Ja. Yeah. Du hast doch hier mein Portal weggebombt, ey. Du bist ja ein Honk, ey. Huch, das war hoch hier. Na gut. 2-1. Los geht's. Ach, herrlich. Ich stehe schon. Du kannst meine Kamera aufmachen? Ist ja geil. Du kannst meine Kamera aufmachen? Anscheinend. Du kriegst kein High Five. Hau ab. Ich kann dich da wieder rausholen, das wollte ich dir noch wissen lassen. Herr Prügel. Geil. Fantastisch, ja. Oh Mann. Oh Scheiße. Ich liebe es. Oh. Das liebst du also. Ja, das, so siehst das du also aus, wenn du verliebt bist. Ja, genau. Zwei riesengroße, also ja, hatte ich schon gesagt, ne? Zwei riesengroße Discs. Runde Discs. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen sei. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Ah, okay, dann machst du rüber. Dass wir so ein typischer, genau, springen ist ja angesagt, ne? Mal eben kurz gucken, von wo nach wo ich denn springen muss überhaupt. Du musst jetzt da reinspringen. Hui! Jo. Was frage ich mich, wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich genau so. Da musst du einmal blau setzen hier drauf, dann komme ich da nicht hoch. Genau. Und ich muss rot da unten setzen. Nein! Hast du gerade das andere weggenommen? Nein! Nein! Das wird nicht reichen, Schatzi. Du musst das schon anders setzen. Du musst das jetzt einmal da oben hinpacken. Ja, das andere? Ah. Jetzt glaube ich es nicht, ne? Darf ich? Nein. Fahrt. Moment. Nee, wie geht das nochmal? So, ich springe jetzt einfach mal. Wah, bonk. War das ein High Five durch die Luft? High Five im Flug. Ey, cool.
Kann man ja was machen, nee, ne? Wir dann zwischen. Okay, ein Cube kommt oben raus und springen ist angesagt. Da, jede hoch, Menge. Da hoch muss man und. Also hier muss der Cube nahe hin. Also von wo nach wo springt man Gott, am Gott, besten? Okay, da kommt's raus. Man muss zweimal etwas schalten da oben, ne? Was ist denn, wenn ich da durchfalle? Fliege ich wahrscheinlich nur auf dem Boden. Ah ja, jetzt sehe ich das. Da oben ist ein Button, wo sich einer hinstellen muss. Wo bist du jetzt? Du bist nach oben gekommen. Achso, du. Ich guck einfach mal. Du bist ja nicht, ich guck einfach mal. Ich bin noch nicht durchgefallen, sondern ich habe mich versucht zu. Da hochzukommen ist ja einfach. Man kommt nur hier so durch. Ja, genau. Also, da, ne? Ja, wobei, so weit springst du halt nicht. Ja, aber. Wo ist ein anderes Portal? Ah, aber hier ist auch ein Schrägportal, oder? Kann ich da nicht rüberhüpfen? Kannst du hier unten blau setzen? Da, bei dir, da unten? Da unten blau. Und da gibt's da oben neben mir irgendwo noch ein. Genau, da. Den oder den? Wo soll ich denn hin? Ja, ist eine gute Frage. Was ist denn da oben? Ich will da hin. Wo willst du hin? Da will ich hinspringen. Ja, dann habe ich das richtig gesetzt, glaube ich. Ja, okay, dann fahre ich mal durch. Treffen. Hui, zack. Ist das zeitgesteuert? Noch nicht. Guck mal, das. Ja, genau. Ich muss hier stehen bleiben, ne? Ja, jetzt frage ich mich gerade, wie bist denn du vorhin da oben drauf gekommen? Auf das Ding, ne? Von da. Von wo? Von da? Ja. Treffen. Nee, muss ich ja erstmal hier unten. Ja, wo, ist ja egal. Genau. Und jetzt darüber. Und da ist jetzt darüber. Ah, ja, genau. Ja, das sollte passen. Klatsch. Lebst noch? Jetzt kommt ein Dings runtergefallen. Achso, wenn man sich da drauf stellt. Ja, okay, und dann? Setze ich den hier rein und Tür ist auf. Achso, ganz simpel. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr. Moment mal. Das ist kein Würfel. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heuchelei nötig. Oh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Oh, die Sprüche sind so geil. Außer es war kein Würfel, das war ein Ball. Ich kann mir ja nicht erzählen, dass das ein. Oh, ich bin sowieso, guck. Mhm. Die Tante ist aber geil. GLaDOS ist so geil. GLaDOS ist geil, ja. Yo! Diese Verachtung, die dir immer in der Ja, Stimme diese hat. Ganz, die Verachtung und dann diese Sprüche, man fühlt sich auch immer wie ein Wurm. Wie ein niedriger Wurm. Das könnte ja auch zutreffend sein. Ist das eine warme Hand auf meiner Schulter? Nein. Die strahlt komische Wärme ab. Das muss eine Hand sein. Du bist so warm, Schatzi. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Ja, lass mal einen Song, oder? Erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt sie nicht sterben. Das Wasser nicht trinken. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Ah, dann klappt die Wand ein, okay. Das passt, weil irgendwas muss man darüber schleudern. Von da darüber. Ja. Wenn die Wand wenn weg die, ist. Wenn dann weg ist, ja. Wenn die Wand weg hier ist was. Was ist das hier? Was ist das? Ach, die Portale gehen weg, wenn ich hier stehe. Okay. Ja, das liegt an der Wand. Ach ja, genau. Schieß mich doch mal da runter irgendwie. Das war nix. Jetzt. Falsch. Deine Portale sind quer gesetzt. Da falle ich. Ah, jetzt falle ich. Gelb aus, ne? Und dann fliegst du darüber halt. Du musst den Button erst drücken, sonst verreck ich elendig. Ich darf mal probieren, was passiert, sonst wenn ich das nicht tue. Moment, mach ich's nicht? Jetzt geht das weg. Hui. Mir wird schlecht. So, ich bin da. Wie komme ich jetzt rüber? Ich habe einen Button. Wofür? Für wahrscheinlich das Ding da einklappen. Ja, und wie komme ich jetzt rüber? Da, indem ich das mache bei dir. Also eins da. Kannst du da hinschießen? Eins da. Achso, okay, ja. Warte, noch nicht. Du musst erstmal. Ich mach gar nichts. Ich fall nur. Ist mir schlecht. Na toll. Das war das Falsche, ne? Das hast du falsch gemacht. Na, das kannst du also auch nicht. Ja, apropos falsch setzen. Göbel. Ganz genau. Gut gemacht. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. What? Die kleinste Trophäe der Welt.
Ach, das Mädel ist so cool. So. Moin. Wenn es so schnell geht, machen wir noch einen. Wenn es so schnell geht, dann machen wir noch einen, okay. Einen, nur für euch, okay? Liebe Zuschauer, wir machen ja eine Spezialausgabe, ein Speziallevel nochmal nur für euch. Nur für euch. Damit ihr nochmal sehen könnt, wie wir schlecht das Spiel spielen. Hm? Große Augen? Okay. Ich habe nichts gesagt. Gruß, dann bist du Manga-Style. Oh, große Augen. Manga-Style. Manga-Style. Schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Eigentlich immer, ne? Ey! Dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Der ist so arsch. Also hier müssen wir hin, okay. Also hier ist wieder so ein Ding zum katapultiert werden. Okay. Hier ist eine Wand, da ist irgendwas anderes. Von wo aus kann ich denn katapultieren? Das haben wir jetzt auch gerade gelernt, da müssen wir sowas hier setzen, ja? Was ist das hier? Okay. Moment. Okay, der ganze Boden geht weg. Und hier kann ich hier wieder durch. Das ist schräg, aber von wo aus katapultiert der eine den... Ah, ich hab's gefunden. Okay, aber wie kann ich von hier... Da, du gehst da rein und dann setze ich von da hinten. Genau. Mach ich von hier aus, nehme ich da einen da oben rein. Und ich nehme rot. Und dann kommst du darüber, ja? So, ich falle. Ob das gut geht? Klatsch. Wie kommst du jetzt wieder rüber? Du musst den Boden, glaube ich, machen, weil ich werde so eine Kugel darunter fallen lassen. Ja, das heißt, du brauchst den Knopf. Ja, Trottel, ich stehe genau davor. Hallo? Ja. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, passiert was? Nicht runtergehen, bitte. Moment. Nicht runtergehen. Das war knapp. So, jetzt geh du mal durch das Portal da, durch die Tür, weil wenn ich das mal, ist der wieder kaputt und nimm den Ball mal an hier. Ach, die Bälle gehen kaputt. Ja, das ist ja nämlich. Ja, und? Mal gucken. Jetzt musst du ein Inselloch setzen. Inselballloch. Aber das ist leider hier nicht bei mir hier. Das ist. Das ist nicht bei dir. So. Das ist doof. Warum? Warum ist das so? Nehmen wir doch das und das. Ach so. das ist andere Tor. Too easy. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Das ist es. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Habt ihr auch so einen Chef zu Hause? Genau. Alter. Hast du gut gemacht, aber meine bodenlose Enttäuschung. Na, Alter, die ist so nett, ey. So, das war Portal 2 vom Zweikampfsofa. Richtig. Mehr nicht zu sagen. Okay, Daumen hoch wäre cool. Abonnieren könnt ihr auch nochmal hier irgendwo. Und Kommentare und liken und so. Nicht vergessen. Vielen, vielen euch toll. Ihr wisst das schon alles. Genau. Außer meine bodenlose Enttäuschung darüber, dass ihr nicht. Okay, alles klar. Tschüss.